Hallo und herzlichstes Willkommen, liebe Waldbewohner und Ödlandbesucher, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute erkläre ich euch, wie ihr Ruf farmen könnt. Und das Ganze natürlich auch sehr intensiv, um schneller im Ruf aufzusteigen und ohne irgendwelche Ruf-Glitches, Exploits, Bugs oder sonst irgendwas zu verwenden. Es gibt zwar schon das ein und andere Video da draußen, wo einige Locations gezeigt wurden. Ich persönlich habe das Ganze allerdings noch etwas erweitert, um weitere Locations, welche man da abfarmen kann. Dazu kommen wir aber dann im späteren Verlauf. Wichtig ist zu wissen, dass ihr eure täglichen, dass ihr drei tägliche Aufgaben habt, welche ihr machen könnt. Die solltet ihr auch auf jeden Fall machen, ja, um Ruf zu farmen. Da habt ihr zum Beispiel einmal eure tägliche Quest, bei den Siedlern unten, das müsste der Ward sein, den findet ihr eigentlich meistens in seinem Wohnwagen oder sitzt irgendwo auf irgendeiner Bank. Das ist auch die einzige tägliche Quest, welche die Siedler zur Verfügung stellen. Dort müsst ihr einfach verlorene Vorräte wieder einsammeln, ist eigentlich total einfach, bei ihm dann abgeben und das war's dann. Bei den Raidern ist es so, da habt ihr zwei tägliche Aufgaben, die wechseln sich aber immer mal wieder ab, ja, das ist nicht immer die gleiche. Entweder gibt euch Wran eine Aufgabe, dort müsst ihr dann drei so, ich weiß nicht, wie die Dinger jetzt heißen, drei so Teile einsammeln und dann an der Bastelwerkbank unter Questgegenstände so ein Kommunikationsdingsbums da zusammen basteln und das ihr dann abbringen. Oder ihr müsst zu Roxy gehen und das ist dann die zweite tägliche Quest, die man machen kann, also die zweite Möglichkeit der täglichen Quests für Roxy, einfach abtrünnige Raider finden, aufspüren und da könnt ihr die entweder töten oder ihr könnt sie versuchen zu überreden, zurück in den Crater zu kommen und dann halt eben bei Roxy das Ganze dann abgeben. Natürlich auch die Jäger, die unterwegs sind, versuchen aufzuhalten, denn euer Ziel ist es ja, mit dem abtrünnigen Raider zu kommunizieren. So, dann gibt es noch eine dritte Aufgabe und die hat Devonport für euch bereit. Allerdings müsst ihr da die Quest der Aufseherin komplett abgeschlossen haben und ihr benötigt dazu natürlich auch eine Kamera und Filmmaterial für die Kamera, also für die Fotokamera. Er bittet euch darum, Fotos zu schießen und Informationen zu sammeln. Und hier ist jetzt die Frage, bei welcher Fraktion ihr schneller an Ruf rankommen wollt. Ja, wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr wollt Ruf bei den Raidern farmen, so wie das in meinem Fall ist, dann sage ich zu ihm, ich sammle Informationen über die Foundation. Wenn ich für die Siedler Ruf farmen möchte, dann sage ich zu ihm, ich sammle Informationen über den Crater. Okay, in meinem Fall möchte ich natürlich den Raider-Ruf etwas hochpushen, also sage ich, ich sammle Informationen über die Foundation. Dann muss ich natürlich auch in die Foundation gehen, muss dort, also mir wird es dann oben als Quest angezeigt, von was ich Fotos machen soll. Meistens machst du halt eben von dem Anführer, also von Page ein Foto und dann von irgendeinem Gebäude irgendwas. In meinem Fall war es so, ich sollte Fotos machen von dem Bruce Knobs See, vom Aussichtspunkt aus. Das hat bei mir gar nicht funktioniert. Ich bin einfach an den See rangegangen, habe mich an den Rand hingestellt, habe den See fotografiert und das wurde dann auch erkannt. So, wenn wir die Fotos gemacht haben, haben wir dann die Möglichkeit, die Fotos entweder bei Devonport abzugeben oder bei den Raidern oder beziehungsweise, wenn wir natürlich Fotos von den Raidern machen, dann halt eben bei den Siedlern abzugeben, je nachdem. Ich entscheide mich in diesem Fall für die Raider, das heißt, ich gehe zu den Raidern, also zu Crater, gebe dort meine Fotos ab, bekomme dann bei den Raidern etwas Ruf und danach gehe ich erst zu Devonport, gebe die Quest ab, sag ihm natürlich, dass ich die Fotos halt nicht habe, der wird dann auch vielleicht stinksauer sein, ist aber völlig wurscht, weil die Belohnung in Form von Schatznotizen bekommt ihr trotzdem. Passt alles soweit. Gut, dann haben wir soweit die ganzen täglichen Missionen abgehakt. Das passt dann auch soweit. Und haben ein bisschen Ruf gefarmt. Jetzt gibt es natürlich noch auf der Karte verstreut diverse Locations. Die nennen sich Random Encounter. Was ist ein Random Encounter? Das ist im Grunde genommen eine Location, wo irgendwie NPC-Kämpfe stattfinden. Das kann alles Mögliche sein. Das kann zum Beispiel sein, dass Siedler gegen Wölfe kämpfen. Raider gegen Wachbots. Oder Verbrannte gegen einen Sheepsquash oder, ja, also da passiert etwas, das sind auf jeden Fall zwei NPC-Fraktionen, die sich bekriegen. Und da ist auch die Möglichkeit zum Beispiel, dass ich dann irgendwie in irgendeiner Form zum Beispiel, dass da eine Gruppe Siedler ist, die werden von Verbrannten angegriffen, ihr vernichtet die Verbrannten und sprecht dann den Siedler zum Beispiel an und als Dankeschön bekommt ihr ein bisschen Ruf oder ihr habt da zum Beispiel Raider, die gegen
irgendwie Supermutanten kämpfen, was auch passieren kann, dann erledigt ihr die ganzen Supermutanten, quatscht die Raider an und bekommt bei den Raidern etwas Ruf. Selten, aber kommt auch vor, ist es, dass dann Raider gegen Siedler kämpfen. Das kommt sehr selten vor, aber es kann auch mal passieren. Und da müsst ihr euch dann entscheiden, für welche Fraktion ihr Ruf farmen wollt. Und da müsst ihr euch dann halt einfach entscheiden, wenn ihr zum Beispiel bei den Raidern Ruf farmen wollt, erledigt ihr die Siedler und bekommt Ruf bei den Raidern. Wenn ihr Ruf bei den Siedlern wollt, erledigt ihr die Raider und bekommt dann halt dementsprechend Ruf bei den Siedlern. Negative Auswirkungen vom Ruf her hat das nicht, aber ihr müsst euch dann halt klipp und klar entscheiden, ja, wo möchte ich Ruf farmen. So, das sind auf jeden Fall diese Random Encounters. Wie gesagt, das sind Locations, wo NPCs gegeneinander kämpfen. Und da gibt es einige davon. Es gibt auch schon das ein und andere Video auf YouTube, wo einige dieser Locations gezeigt wurden. Ich persönlich habe das Ganze allerdings nochmal etwas ausgeweitet. So, bevor wir aber zu den Random Encounter Locations kommen, gibt es auf der Karte speziell für die Raider nochmal eine Location, die sich unten links befindet, und zwar in der Nähe vom Nuka-Cola-Werk, Abenteuer auf dem Ohio. Dort könnt ihr zu Fishbone gehen, könnt den anquatschen, und dort ist es halt eben so, ihr müsst die Reihenfolge beachten, und zwar redet ihr ihn einfach mal an. Ich nehme immer die oberste Option, die ich wählen kann, und ich glaube im dritten oder im vierten Dialogfenster steht dann ganz unten mit dabei, kann ich dich noch etwas anderes fragen, und das solltet ihr dann anklicken. Und dann wieder die oberste Option nehmen und dann beim nächsten Fenster nochmal die oberste Option. So triggert ihr nämlich eine Quest, eine kleine Mission. Und zwar sollt ihr die Wasseraufbereiter verteidigen. Da kommen dann quasi Wellen von Mirelurks. Und da ist es so, wenn ihr am Aufbereiter steht, die erste Welle kommt in der Regel immer von rechts, die zweite Welle von ganz links und die dritte Welle kommt von der Mitte. Das ganze Mirelurk-Fleisch sammelt ihr dann natürlich ein. Und sobald ihr unten seht, dass ihr 50 Kronkorken bekommen habt, geht ihr zu Fishbone zurück und gebt quasi die Quest bei ihm ab, und dann bekommt ihr auch ein bisschen Ruf bei den Raidern. Dann müsst ihr, ich glaube Black Eye heißt die gute Frau, anquatschen. Bei ihr könnt ihr einmal pro Tag Mirelurk-Fleisch oder Mirelurk-Königen-Eier und so ein Zeug abgeben. Und ich gebe ihr dann immer das Fleisch ab, das ich dann hier an dieser Quest quasi gesammelt habe, das gebe ich bei ihr dann ab und bekomme auch nochmal Ruf bei den Raidern. Das Fleisch abgeben, das kann man nur einmal am Tag machen. Ich weiß nicht, ob es ein Glitch, ein Exploit ist oder ob das so gewollt ist, aber diese Mission mit den Wasseraufbereiter, die kann man immer wieder machen, indem man einfach einen Serverhop macht. Dann kann man die wieder starten und immer wieder. Ich denke aber mal, dass das irgendwann gefixt wird. Ich glaube nicht, dass das bewusst so gewollt ist, dass man das machen kann. Es ist halt so, und das hat sich auch so dermaßen rumgesprochen mittlerweile, da braucht man kein Geheimnis drum machen. Gut, dann haben wir das. Nun kommen wir zu den Locations mit Random Encounters. Und da gibt es mehrere, zum Beispiel einmal Marigold Pavilion. Und da einfach drauf achten, wenn ihr an die Location springt, also Schnellreise macht und dort auf das Haus zulauft, dann seht ihr unten auf dem Radar weiße Punkte und dann wisst ihr, okay, da sind NPCs. Wenn da keine weißen Punkte vorhanden sind, dann sind halt auch keine NPCs da. Wichtig zu wissen ist auch, dass ihr vielleicht keine Explosive-Waffen benutzt, weil ihr natürlich dann auch der jeweiligen Fraktion Schaden zufügen könnt. Und ich würde auch empfehlen, egal für welche Fraktion ihr Ruf sammelt, ob für die Siedler oder die Raider, macht das einfach. Denn egal welche Fraktion ihr mit welcher Fraktion ihr Vault 79 gemacht habt, ihr könnt trotzdem bei der anderen Fraktionen auch Ruf sammeln und dadurch bessere Baupläne bei denen freischalten. Die zweite Location, die führt uns dann zu Slunkums Joe. Dort können wir auch einen Kampf meistens auftreffen. Wenn dort natürlich keine NPCs sind, dann ist es leider so. Dann war da wahrscheinlich schon vorher irgendwie ein anderer Spieler, hat das vielleicht gemacht. Also da jetzt nicht irgendwie traurig sein deswegen. Dann eine weitere Location bei Top of the World, und zwar vom Spawn aus rechts den Hang einfach runter und dann da diesen Weg nach vorne lang. Dort kommt dann auch ein großer Platz, wo sich dann NPCs aufhalten können. Als nächstes geht es ein Stück runter zur neuer Zentralbetriebs-
Betriebshof Appalachia. Von dort vom Spawn aus einfach nach rechts drehen und Richtung Brücke laufen. Dort ist es wahrhaftig meistens so, dass ich Raider bisher hatte, aber oftmals auch Siedler. Aber überwiegend Raider und da einfach die ganzen Gegner abschlachten und nicht vergessen, dann auch die NPCs hinterher anzuquatschen, damit ihr auch überhaupt den Ruf bekommt. So, eine weitere Location befindet sich dann weiter unten im Süden und zwar beim Hornride Anwesen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf dem Screenshot so gut sieht, wo ich da mich gerade befinde. Und vom Spawn aus einfach umdrehen und nach Süden runterlaufen. Dort findet ihr auch ein Häuschen und da könnt ihr unter Umständen auch mal einen NPC-Kampf sehen. Von dort aus geht es dann weiter zu Dent and Sons Construction. Dort auch wieder vom Spawn aus gesehen einfach umdrehen, die Straße langlaufen bis zu dieser Kurve. Und genau gegenüber vom Entsorgungsdepot, dort findet auch oftmals ein Kampf statt. Und ja, wie gesagt, da könnt ihr auch auf NPCs treffen. Dann geht es zur Freakshow und wenn ihr dort vom Spawn aus nach links runterlauft, kommt ihr dann irgendwann zu so einem Krater. Dort hatte ich bisher meistens das Glück, entweder es waren irgendwelche Mobs, die sich gekloppt haben, im meisten Falle waren es aber dann irgendwie Raider gegen Supermutanten. Auf jeden Fall extrem gut zu wissen. Dann das nächste ist mit ein bisschen Laufen verbunden und zwar reisen wir zum Pylon V13. Dort vom Spawn aus einfach den Gleisen da, dieser Hochschiene, einfach Richtung Norden hochfolgen. Dort kommt ihr dann irgendwann an so eine kleine Base, wo sich dann auch dementsprechend NPCs aufhalten können und dann eben kämpfen und denen helfen, um Ruf zu farmen. Die letzte Location, die ich für euch habe, ist dann Braxons hochwertige medizinische Vorräte, direkt vom Spawn aus einfach hoch auf die Gebäude, also hoch Richtung Gebäude laufen und dort alles verteidigen und dann habt ihr den Käse. Ja, in diesem Sinne war es das eigentlich auch schon mit meinen Tipps zum Ruffarmen. Das sind jetzt so die Locations, die ich ausfindig gemacht habe mit Random Encounters. Wenn ihr vielleicht noch irgendwie in irgendeiner Form Locations habt, dann wäre es nice, wenn ihr mir von der Übersichtskarte oder so einen Screenshot schicken könntet. Am besten wäre natürlich über Discord. Dort bin ich immer am Start. Gerne aber auch über PlayStation oder so. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Video geholfen hat. Ich danke euch jetzt recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Guten Loot, macht nicht so viel Blödsinn. Wir sehen uns im nächsten Video. Servusle und ciao.